mal kurz Top-Lane. Ah, okay, es sieht nur so. Ja, oben ist jetzt eindeutig, das ist schon so ziemlich verloren gerade. Wobei, man muss berücksichtigen, er hat 70 zu 77 angeht. Also Trundle spielt eigentlich gut dafür, dass er hinten ist. Könnte man fast sagen. Der Stun, schade, dass er, aber jetzt erzählt sie gerade das Schild. Verstehe man nicht, warum man das Schild so early setzt. Okay. Oh, Johnny. Ja, da kommt er noch weg. Aber das war... Aber auch Morgana-Ulti, was sehr stark im Teamfight ist. Ja. Werden sehen, was sich mehr auswirkt. Aber wenn das nicht gemacht hätte, wäre er draufgegangen. Wäre draufgegangen. Ja. Wenig, man noch er hätte einfach nicht den Shackle fangen dürfen. Der Udyr, das ist... Ach. Ja doch, das kann sie schaffen. Wieso läuft Shackle. Oh ja, schöner Dodge. Trundle bookte it quasi. Hat einfach gar nichts getan. Das ist irgendwie... Weiß nicht. Das Gumpi quasi seine Zeit verschwendet. Und dem Jungler in der Mitte kämpfen gerade. Naja, wenigstens ist der Farm nicht verloren insofern. Und Insomniac als Jungler eher hinten. Ich weiß nicht, ich schau mal kurz auf Botlane, während wir da. Schauen wir uns das an. Insomniac 47 Creep Kills, Jarvan. Oh, müsst ihr mal was töten, wenn ich gerade nicht zuschaue. Aber ich nehme mal an, dass Ramos einfach, der war ja schon total low. Und da. Wenn jetzt Vega. Boah, 111 jetzt schon. Der Stun war schön gesetzt. Schön defensiv gesetzt. Also der Tarik hat richtig viel Geld. Im Vergleich zur Sona. Das ist ein Riesenunterschied. Das sind 1000 Gold. 103, das ist eine Menge, ja. Ich lagge ein ganz klein wenig. Schauen wir nochmal auf die Creep Kills. Gibt's irgendwas? Graves allerdings holt mit Creep Kills einiges raus, will ich jetzt mal fast behaupten. Aber schauen wir mal auf das Gesamtgold. Da sieht's natürlich. Oh, unten Graves. Aufgecharged, Ulti gecastet von Taric, weggedrückt. Einfach alles rausgehauen. Noch Exhaust, der war vielleicht etwas übertrieben, hatte eigentlich gar nichts mehr. Ja. Jetzt versuchen sie noch Sona. Sona mit einem Stun ist sie tot. Ja, ich glaube, das war's für Sona. Kein Armor mehr. Noch ein Kill für Valfaris. Das ist nicht gut für... 5-0-1 auf Tristana. Das gibt ihr 1200 Gold Vorsprung vor Graves. Das ist hart. Wie siehst du das aktuell, Markus? Wir haben 2000 Gold Unterschied. Macht das schon so viel Unterschied, oder? Das ist okay, aber was... Oh, Vega in der Mitte. Interessiert. Ja, das... Ja. Die lassen sich gerade sehr gut immer rauspicken irgendwie. Was ich aber faszinierend finde, ist, der Ude dominiert Top-Lane total. Aber er wird nicht ein einziges Mal gegankt. Das ist in der Tat... Also ein einziges Mal ist Morgana gekommen und hat da ihren Cage-Piss jetzt reingeschmissen. Also ein bisschen Harassment. Aber du siehst ja selber hier, wie stark der jetzt hier und drunter leidet. Ja. Er kriegt nichts raus, aber kriegt so viel rein. Also eigentlich müsste der Ramos sich weniger auf unten konzentrieren, weil die Tristana sind schon so weit vorne, dass sie nichts mehr hilft. Ja, eigentlich müsste Tristana jetzt sehr gut allein zurechtkommen, sollte man erwarten. Selbst wenn der Jungle von denen drüber runterkommen würde, haben das Problem, dass es einfach die Tristana momentan viel zu stark ist. 3000 Gold Unterschied. Jetzt gerade. Das ist schon eine Menge, wenn du überlegst, wie viel Gold überhaupt da ist, gesamt. Ja, das stimmt allerdings. Mal kurz... Oh, Vega macht... er macht nicht alles raus. Ja, er wusste wohl, dass er es nicht ganz schaffen wird. Oh, Sona, das ist nicht gut, obwohl Tristana ist nirgends. Goofy einfach nur ein bisschen raushauen. Nee. Hat sein Orakel dabei. Oh, schauen wir schnell auf Morgana. Morgana, das könnte eng werden, wenn jetzt noch Vega kommt. Ja, ein Bam, tot. Bam. Das wäre interessant jetzt zu wissen, wie viel Schaden macht denn Vega. Da merkt man das einfach. 320 plus 130. Das sind schon... Fast 500. Oh, Drake Respawn. Sehr gut getimed. Und auch sehr schön eigentlich Morgana rausgepickt und dann direkt auf den Drake Respawn. Und sie haben vorher schon den Ward entfernt. Das heißt, es fällt nicht so sehr auf. Also sehr schön alles zusammen gemacht. Und die merken es auch nicht. Das ist ja kein Ding. Ja, aber sie wissen eigentlich, glaube ich auch, dass sie das nicht stoppen können. Pelopa läuft schon, aber... Trundle läuft runter. Das könnte böse enden, wenn Vega da Lust hat, dich zu essen. Naja, sieht nicht so aus. Vega hat sogar noch so ein Ulti. Das bringt sie direkt zurück ins Game. Der Drake hat quasi das Gold ausgeglichen fast. Und der Kill. Und der Morgana hat auch nochmal ein bisschen. Ich schau gerade mal auf das Gesamtgold. Wer hat denn was? Vega ist gut dabei.
mehr als Vega hat quasi nur Tristana. Ist eh interessant, weil Udyr ist sehr gut dabei, Graves ist gut dabei und Vega ist gut dabei, obwohl sie in Kills hinten sind. Jetzt werden wir sehen, was Bundle hier draus machen kann. Wahrscheinlich versuchen sie einfach ein bisschen Cage zu leaden. Oh, jetzt kann er rein. Oh, Vega, das könnte cool enden. Ah, der Flash war sehr schön gesetzt, der Flash. Nicht in die Richtung, wo das Binding wahrscheinlich fliegen wird, sondern quer dazu. Das heißt, Johnny braucht... Aber da sieht man auch, sie haben quasi keinen Profit rausgeschlagen, dass sie vorher den Flash rausgekitzelt haben. Mhm. Schau mal, Botlane. Oh, Botlane Graves gegen Tristana. Tristana hat ihren Rocket Jump. Sondern will einfach nur nicht. Naja, wusste wohl, dass sie da einfach wegkommt. Hä, interessant. Ich habe einen Cooldown ange... Ich habe einen Cooldown also auf BF-Sword angezeigt. Das ist interessant. Warum? Wir verpassen immer die coolen Kills, glaube ich. Ja, aber was mir gerade auffällt, ist, dass der Graves bis jetzt noch kein einziges Damage richtig da hat. Oh, Top-Lane? Ja, okay. Oh, Ninja Gank? Na, sieht ja nicht so aus. Aber ich glaube, auf Vega müssen wir mehr gucken. Vega holt die Kills einfach. Ich kann ein bisschen auf ihn beachten. Ja, bleib doch mal ein bisschen an dem Vega dran, der dann was Interessantes dagegen kann. Vega, Ninja Gank von ganz hinten? Oh ja. Übrigens, er hat von Griff der Todesfall. Oh, das wird ein böser Dive, wenn das... Ja, das. Ja, der Dive. Er holt sich das Aggro. Das ist ein Toter, ja. Also, ich weiß nicht. Ja, da geht der Kill dir. Ja, und die geben ihm immer die Kills, und er ist schon tot. 155 schon, und er hat quasi nur ein AP-Item, und das ist Cages. Ja, okay. Aber das sind 70 AP. 55. Boah, was der für ein Damage Rammus macht, ist der Wahnsinn. Das waren 55 übrigens, die ihr Bonus bekommt. Nice, also Johnny spielt das sehr schön. Also eigentlich 100 Bonus. Sehr schön spielt er das. Ich muss mal gucken. Können hier die Special Stats? Was mich interessieren würde, ist... Der Cooldown Reduction, die kommt wahrscheinlich nur vom Blue. Aber nicht ganz. Blue ist gerade ausgelaufen. Das ist dem Master. Also die, weil ich hatte immer das Gefühl, ich brauche auf Vega Cooldown Reduction. Boots. Mehr Englisch. Und er holt sich gleich einen neuen Blue. Ja, du redest viel zu viel Fachbegriffe auf Englisch. Das ist ein Problem. Okay. Blue geht wieder an Vega, damit er noch gefährlicher wird, als er eh schon ist. Der kleine Meister des Bösen. Und unser erstes Rätsel war er heute. Ah, Gumpi. Ah, okay, aber sie wissen beide, dass er da ist. Und... Ja, da kann der Shield von Morgana quasi überhaupt nicht mithalten. Mit so einem... Ja, der wurde auch naja, nicht runtergedreht. Wird auf AP nicht mehr so stark ist. Das war ja... eigentlich nicht unbedingt die schlechteste Änderung. Dadurch Morgana ein bisschen schwächer. Was will Trundle noch gegen machen? Oh, jetzt Insomniac, vielleicht mit einem Runflash. Ja, Runflash, Thorn, Shackle, Ulti, tot. Vielleicht ein bisschen viel drauf. Oh, ja, weil Momentan so nicht. Das ist ein tote Verfahrer. Der kriegt die. Aber kein Mana. Oh mein Gott, das ist so knapp. Jarvan, schafft er es? Wenn sie jetzt noch irgendwas mit Mana. Ist sie auch tot? Wenn sie weg. Oh Mann, das ist ich glaube es nicht. So ein Chase, jetzt Ramos. Au, Marcel. Und jetzt kommt der Ramos. Ah, das war's, Marcel. Deswegen dive man nicht hinter zwei Turrets. Aber es war eigentlich ein lustiger Chase so hier rum, wenn er nur ein bisschen Mana gehabt hätte. Aber Gumpi holt sich in der Zwischenzeit den Arc. Aber du musst das mal so sehen. Ein riesengroßer fetter Kerl jagt einer kleinen Frau hinterher. Tja. Tristana halt. Alle wollen sie. Naja, gut, lassen wir es. Wollen ja PG-12 bleiben, ne? So, was hat sich getan? Goldmäßig. Eigentlich ist jetzt wieder ein bisschen Feed and Greed Blue und vorne. Blue, da hat gesagt, wir nennen sie Blue. Sie heißt noch Feed and Greed, sonst müssten wir sie Füttern und Guides nennen. Das klingt irgendwie bescheuert. Es ist nicht unsere Entscheidung, wie es Team nennt. Und das Teamnamen sind eigentlich immer noch blau feste blau. Namen, aber blau ist blau. Aber es ist einfach nur übertrieben, wie viel der Ude mit seiner Schildkröte. Schau dir mal den Vega an. 290 AP. Wir sind bei 20 Minuten. Das ist ein Vega, der richtig wehtut.
Und er ist, glaube ich, auch der gefarmteste im Game, würde ich jetzt mal grob behaupten. Schauen wir mal nach. Oh mein Gott, hast du mal die Items inzwischen von Weg? Oh mein Gott, hast du mal die Items inzwischen von Weg angeguckt? 7100. Die Items von ihm auch bitte. Okay, die obwohl Tristana ist sogar noch weiter vorne. DFG. Ja, den wollen sie offensichtlich jetzt rausnehmen die ganze Zeit. Hat er seinen Flash? Ja, er hat einen. Aber Stan, ja, schön gesetzt. Ganz gemütlich rausgelaufen. Ich frag mich gerade, ob Gatewall runterkommt, weil sie bald Drake machen wollen. Ich glaube schon, ja. Oh mein Gott, die haben wieder gar keine Sicht. Oh mein Gott, die haben wieder gar keine Sicht ja, gerade. Drake ist es. Und, oh, ich sehe gerade, Vatares kann wahrscheinlich wegkommen. Goofy ist aber ein großes Problem. Wenn er noch ein... Ja, der Knockback war sehr schön. Goofy könnte es gerade zu schaffen. Nein, es ist geklappt. Jetzt geht alles auf den Zombie, aber auf den Tank. Ah, Gumpy mittendrin. Jetzt mit dem Ulti sofort. Vega Drop. Jetzt alle Stunts. Ah, das war's für Marcel, würde ich sagen. Und jetzt, wenn sie jetzt... Die Ulti ist eigentlich nicht derjenige, den sie töten wollen. Sie wollen Graves. Graves. Lag. Okay, toll. Währenddessen ist Insomniac gestorben. Graves stirbt gegen Tristana. Jetzt müssen sie retreaten. Aber wenn da noch ein Pillar kommt, aber ich glaube... Nein, sie werden jetzt wahrscheinlich eher Drake, Mann. Ja, was ist ihr Problem in diesem Kampf gerade war? Ja, was ist ihr Problem in diesem Kampf gerade war? Dass sie keine Sicht hat. Die haben keine Worte, nichts. Dafür ist es erstaunlich gut gelaufen. Was ich noch interessanter ist, dass es ihnen fast nicht sein Gold gebracht hat. Das ist der Ude, der hat den zweiten nicht. Okay, der Drake geht an... Vergessen. Ich würde sagen an Blau. Na, ich hab's irgendwie nicht gesehen. Habe ich das irgendwie aus Versehen ausgestellt? Ich weiß nicht, ob man das... Kann man das überhaupt? Auf jeden Fall, vom Gold her können wir sehen, dass... Ja, wenn du mal kurz wieder unten beim Drachen die Wards anschaust, das ist keine Vision hier. Da ist keine Sicht hier, keine Sicht hier, überall gar nichts. Wir haben wunderbar gesehen, wie alles runtergelaufen ist. Wir haben wunderbar gesehen, wie alles runtergelaufen ist. Vega schnappt sich den Taric unterdessen. Das ist nicht gut, sowas. Es mag vielleicht sein, dass man als Taric nicht unbedingt so wichtig ist, aber man sollte nicht gegen den Vega sterben. Vega wird immer stärker. Und er hat an seinen Items, hat sich nichts geändert. Und er isst einfach alles gerade. Okay, in Sommer vielleicht nicht ganz, aber... Ja, wegen dem Ding einrollen. Aber Vega, cooler Move, muss ich sagen. Und der Turret geht weg, das war zu erwarten. Was ich sagen wollte, okay, jetzt hat er ordentlich eingekauft, aber er hatte da vorher... 307 AP und das letzte Mal, wo ich geschaut habe, hat er 290. Er hat 17 AP nur durch Kills gekriegt und ein paar Creep Kills werden da auch dabei gewesen sein, sonst kommt man wahrscheinlich nicht auf 17. So. Oben wird wahrscheinlich jetzt gleich Trundle gedived, wenn es so weitergeht. Das ist eine große Creep Wave. Wenn er da nicht aufpasst. Offensichtlich traut er sich zu, das zu überleben. Ja, er haut unglaublich schnell die Tower. Ich liebe den Tower. Die Creeps weg, Tower. Lord. Ja, aber du musst mal schon die Tower Schaden genommen hat. Der von Anfang an macht sich gerade, der hat Flug gestohlen zwischendrin. Vega holt sich seinen nächsten Flug. Ja, diesmal haben sie da eine Wort gehabt und jetzt haben sie auch gewinnt. Ja, ihr großes Problem gehabt, wird Tristana sein. 702, das ist eine ganz schön... Oh, Goofy, warum? Ich kann es nur noch versuchen, nicht gegen Vega zu sterben. Ja, das ist ganz klar. Aber, es wird nachgewordet und Orakel drin. Drei Wards dabei. Das ist der Plan. Ja, die werden es interessant.